Sonntag. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das auf Papier schreibe und nicht auf meinem Computer. Ich glaube, mir sind gerade einige seltsame Dinge aufgefallen. Es ist nicht so, dass ich dem Computer nicht vertraue. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Ich muss alle Details irgendwo objektiv festhalten. Ich muss einfach wissen, dass das, was ich schreibe, nicht gelöscht oder geändert werden kann. Nicht, dass das je passiert wäre. Es ist nur, es verschwimmt alles. Und der Nebel der Erinnerung verleiht dem Ding eine seltsame Note. In dieser kleinen Wohnung fühle ich mich langsam eingeengt. Vielleicht ist das das Problem. Ich musste auch losziehen und die billigste Wohnung nehmen, die ich finden konnte. Und zwar eine im Keller. Das Fehlen von Fenstern hier unten lässt Tag und Nacht scheinbar nahtlos verstreichen. Jedenfalls war ich seit ein paar Tagen nicht draußen, da ich so intensiv an diesem Projekt gearbeitet habe. Ich glaube, ich wollte es einfach fertig bekommen. Stundenlang dasitzen und auf einem Monitor starren kann jedem ein seltsames Gefühl geben. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal genau, was das seltsame Gefühl eigentlich verursachte. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon länger mit niemandem gesprochen habe. Das war zumindest der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam. Denn jeder, mit dem ich mich normalerweise online unterhielt, während ich programmierte, war offline oder hatte sich nicht zurückgemeldet. Meine Instant-Messages blieben einfach unbeantwortet und die letzte E-Mail, die ich erhielt, war von einem Freund. Er schrieb mir, dass er beim Einkaufen war und sich melden würde, sobald er wieder zu Hause wäre. Das war jedoch bereits gestern gewesen. Ich hätte ihn ja von meinem Handy aus angerufen, aber der Empfang hier unten ist schrecklich. Ja, das ist es. Ich muss nur jemanden anrufen. Ich werde nach draußen gehen. Nun, das hat nicht so gut funktioniert. Rückblickend fühle ich mich ein wenig lächerlich, jetzt wo die Gänsehaut langsam abklingt. Bevor ich rausging, warf ich einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel, aber ich kümmerte mich nicht um einen Dreitagebart. Ich nahm an, dass ich sowieso nur kurz telefonieren würde. Da es aber bereits mittags war, habe ich mir ein frisches Shirt angezogen. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass ich eine bekannte Person treffen könnte, was letzten Endes aber nicht passierte. Ich wünschte, ich hätte jemanden getroffen. Als ich hinausging, öffnete ich langsam die Tür zu meiner kleinen Wohnung. Schon dabei hatte sich aus irgendeinem Grund ein kleines Gefühl der Sorge in mir eingenistet. Ich schrieb es der Tatsache zu, dass ich seit ein oder zwei Tagen mit niemandem außer mir selbst gesprochen hatte. Als ich den schmuddeligen grauen Flur entlang spähte, kam er mir, obwohl es ein Gang im Keller war, noch dunkler und enger vor. Am anderen Ende führte eine große Metalltür zum Heizungsraum des Gebäudes, der natürlich verschlossen war. Daneben standen zwei triste Getränkeautomaten. Ich hatte mir dort am ersten Tag meines Einzugs eine Limonade gekauft, aber ihr Verfallsdatum war bereits seit 2 Jahren überschritten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand weiß, dass diese Automaten hier unten stehen. Obwohl es auch möglich ist, dass meine geizige Vermieterin einfach keine Lust hat, sie aufzufüllen. Ich schloss also leise meine Tür und ging in die andere Richtung, wobei ich darauf achtete, kein Geräusch zu verursachen. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber es machte Spaß, dem kindischen Impuls nachzugeben, das dröhnende Summen der Getränkeautomaten zumindest für den Moment nicht zu unterbrechen. So erreichte ich jedenfalls das Treppenhaus und nahm die Stufen zur Eingangstür des Gebäudes. Ich schaute durch das kleine quadratische Fenster der schweren Tür und bekam einen ziemlichen Schock. Es war definitiv nicht Mittagszeit. Draußen über der dunklen Straße hing eine schwere Finsternis und die Ampel an der Kreuzung in der Ferne blinkte gelb. Am Himmel hingen trübe Wolken, lila-schwarz vom Schein der Stadt. Nichts rührte sich, außer den wenigen Bäumen am Rande des Gehweges, die im Wind zitterten. Ich erinnere mich, dass ich auch zitterte, obwohl mir nicht kalt war. Vielleicht war es der Wind draußen, denn ich konnte ihn vage durch die schwere Metalltür hören und wusste, dass es diese ganz spezielle Art von Nachtwind war. Die Art, die konstant, kalt und leise weht. Abgesehen von der rhythmischen Musik, die er erzeugt, während er durch die unzähligen ungesehenen Bäume und Blätter streicht. Ich beschloss jedenfalls, doch nicht nach draußen zu gehen. Stattdessen hob ich mein Handy zum kleinen Fenster der Tür und überprüfte die Signalstärke. Die Balken der Signalanzeige füllten sich und ich lächelte. Zeit, die Stimme eines anderen zu hören, dachte ich erleichtert. Es war so seltsam, dass ich mich fürchtete, denn eigentlich gab es nichts, wovor ich Angst haben müsste. Ich schüttelte den Kopf und lachte stumm über mich selbst. Dann drückte ich die Kurzwahl meiner besten Freundin Amy und hielt mir das Telefon ans Ohr. Es klingelte einmal, aber
dann verstummte es. Nichts passierte. Ich lauschte gut 20 Sekunden lang der Stille, dann legte ich auf. Stirnrunzelnd schaute ich wieder auf die Signalanzeige. Immer noch voll. Gerade wollte ich eine weitere Nummer wählen, als das Telefon plötzlich in meiner Hand laut klingelte. Erschrocken zuckte ich zusammen und ließ es beinahe fallen. Als ich mich wieder gefangen hatte, hielt ich es schließlich an mein Ohr. »Hallo?« sagte ich und kämpfte sofort gegen einen kleinen Schock an, als ich das erste Mal seit Tagen den Klang einer Stimme hörte, auch wenn es meine eigene war. Ich hatte mich so sehr an die summenden Geräusche meiner Wohnung im Keller, meines Computers und der Getränkeautomaten im Flur gewöhnt. Zuerst kam keine Reaktion auf meine Begrüßung, aber dann ertönte endlich eine Stimme. »Hey«, sagte eine klare Männerstimme, offensichtlich im Studentenalter. »Wer ist da?« »John«, antwortete ich verwirrt. »Oh, sorry, falsche Nummer«, antwortete er und legte auf. Langsam ließ ich das Telefon sinken und lehnte mich an die dicke Backsteinmauer des Treppenhauses. Das war seltsam. Ich habe mir meine Liste der eingegangenen Anrufe angeschaut, aber die Nummer war mir unbekannt. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, zuckte ich erneut vor Schreck zusammen, als mein Handy plötzlich wieder klingelnd zum Leben erwachte. Diesmal warf ich einen Blick aufs Display, bevor ich abnahm. Es war eine weitere unbekannte Nummer. Diesmal hielt ich mir das Telefon ans Ohr, sagte aber nichts. Ich hörte nichts als das allgemeine Hintergrundgeräusch eines Telefons. Dann durchbrach eine vertraute Stimme meine Anspannung. »John?« hörte ich Amys Stimme aus dem Telefon. Ich atmete erleichtert auf. »Hey, du bist es«, antwortete ich. »Wer soll es sonst sein?« sagte sie. »Ach, wegen der Nummer. Ich bin auf einer Party in der 7th Street und mein Akku ist gestorben, als du mich angerufen hast. Also habe ich mir ein anderes Handy geliehen.« »Oh, okay.« »Wo bist du?« fragte sie. Mein Blick schweifte über die tristen, weiß getünchten Backsteinwände und die schwere Metalltür mit ihrem kleinen Fenster. »Ich bin zu Hause«, seufzte ich. »Ich fühle mich ein wenig einsam. Ich wusste nicht, dass es so spät ist.« »Du solltest herkommen«, sagte sie lachend. »Nein, ich habe keine Lust, mitten in der Nacht allein nach einem fremden Haus zu suchen«, sagte ich und schaute aus dem Fenster auf die stille, windige Straße, die mir innerlich ein wenig Angst einjagte. »Ich denke, ich werde einfach weiterarbeiten oder ins Bett gehen.« »Unsinn«, protestierte sie. »Ich kann dich abholen. Deine Wohnung ist doch in der Nähe der 7th Street, oder?« »Wie betrunken bist du?«, fragte ich unbeschwert. »Du weißt doch, wo ich wohne.« »Oh, natürlich«, sagte sie abrupt. »Ich schätze, es ist zu weit für einen Fußmarsch, oder?« »Es geht, wenn du eine halbe Stunde verschwenden willst«, antwortete ich. »Oh, ja. Okay, ich muss los. Viel Glück bei deiner Arbeit.« Ich ließ das Handy noch einmal sinken und schaute auf die blinkenden Zahlen, als der Anruf endete. Dann stellte sich plötzlich wieder die dröhnende Stille in meinen Ohren ein. Die zwei merkwürdigen Anrufe, die unheimliche Straße draußen und meine Einsamkeit in diesem leeren Treppenhaus trieb mich schnell zurück in die Wohnung. Plötzlich kam mir der schreckliche Gedanke, dass etwas durch das Türfenster schauen und mich sehen könnte. Ein schreckliches Wesen, das am Rande der Einsamkeit lauerte, um sich an ahnungslose, verirrte Leute heranzuschleichen, deren Hilferuf keiner hören würde. Vielleicht hatte ich auch einfach zu viele Horrorfilme gesehen. Ich wusste, dass die Angst irrational war, aber ich war allein. Also sprang ich eilig die Treppe hinunter, rannte den Flur entlang zu meiner Wohnung und schloss die Tür so schnell ich konnte. Wie gesagt, ich fühlte mich ein wenig dumm, weil dort eigentlich nichts war, vor dem ich Angst haben musste. Und in meiner Wohnung angekommen, verblasste dieses Gefühl auch schnell. Das alles aufzuschreiben hilft sehr. Es macht mir klar, dass alles in Ordnung ist. Es filtert irrationale Gedanken und Ängste heraus und hinterlässt nur kalte, harte Fakten. Es war später als gedacht. Ich wurde von einer falschen Nummer angerufen und Amys Akku war leer. Also hat sie mich von einer anderen Nummer zurückgerufen. Es ist also nichts Besonderes passiert. Trotzdem war in diesem Gespräch etwas äußerst merkwürdig. Ich weiß, es könnte an dem Alkohol gelegen haben, den sie getrunken hatte, oder lag es vielleicht an ihr selbst, dass mir etwas merkwürdig vorkam. Ja, genau das muss es sein. Ich habe es bis zu diesem Moment gar nicht bemerkt. Ich wusste doch, dass es helfen würde, die Dinge aufzuschreiben. Sie sagte doch, sie sei auf einer Party gewesen, aber ich hörte nur Stille im Hintergrund. Das bedeutet natürlich nichts Besonderes, denn sie hätte einfach nach draußen gehen können, um den Anruf zu tätigen. Nein,
Das kann auch nicht sein. Ich habe den Wind nicht gehört. Ich muss nachsehen, ob der Wind noch weht. Montag. Gestern Abend habe ich vergessen, weiterzuschreiben. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, als ich das Treppenhaus hinaufging und aus dem Fenster der schweren Metalltür sah. Ich komme mir dumm vor. Die Angst der letzten Nacht erscheint mir jetzt verschwommen und unvernünftig. Ich kann es kaum erwarten, in die Sonne zu gehen. Ich werde meine E-Mails checken, mich rasieren, duschen und endlich das Haus verlassen. Moment, ich glaube, ich habe etwas gehört. Es war Donner. Das war's wohl erst einmal mit Sonnenlicht und frischer Luft. Ich ging ins Treppenhaus und stieg die Treppe hinauf, nur um eine Enttäuschung zu erleben. Das kleine Fenster der schweren Metalltür zeigte nur herunterlaufendes Wasser, das als sintflutartiger Regen dagegen prasselte. Nur ein sehr trübes, düsteres Licht drang durch den Regen, aber zumindest wusste ich, dass es Tag sein musste, auch wenn es ein grauer, kränklicher, nasser Tag war. Ich versuchte aus dem Fenster zu schauen und darauf zu warten, dass ein Blitz die Dunkelheit erhellte, aber der Regen war zu stark und ich konnte nichts anderes als vage, seltsame Formen erkennen, die sich in den Wellen und merkwürdigen Winkeln bewegten, die das Fenster herunterspülten. Enttäuscht drehte ich mich um, wollte aber nicht zurück in meine Wohnung gehen. Stattdessen wanderte ich weiter die Treppe hinauf, vorbei am ersten und am zweiten Stock. Die Treppe endete im dritten, der obersten Etage des Gebäudes. Ich schaute durch das Glas, das die Außenwand des Treppenhauses hinaufführte, aber es war diese verzogene, dicke Art Glas, die das Licht zerstreut, und durch den Regen gab es sowieso nicht viel zu sehen. Ich öffnete die Tür des Treppenhauses und ging den Flur entlang. Die etwa 10 massiven Holztüren waren alle geschlossen. Man konnte erkennen, dass sie vor langer Zeit blau gestrichen worden sein mussten. Während ich den Gang entlang lief, spitzte ich die Ohren, aber es war mitten am Tag, daher war ich nicht überrascht, dass ich nur den Regen draußen hörte. Als ich also in diesem trüben Flur stand und dem Regen lauschte, hatte ich den seltsamen, flüchtigen Eindruck, dass die Türen wie stumme Granitmonolithen aussahen, die von einer alten, vergessenen Zivilisation zu einem unergründlichen Zweck des Schutzes errichtet worden waren. Ein Blitz erhellte den Flur und ich hätte schwören können, dass das alte, körnige blaue Holz für einen Moment wie rauer Stein aussah. Ich lachte über mich selbst, da ich meine Fantasie mal wieder freien Lauf gelassen hatte, aber dann kam mir der Gedanke, dass das schwache Licht und der Blitz bedeuten mussten, dass irgendwo im Flur ein Fenster war. Eine vage Erinnerung tauchte auf und mir fiel plötzlich ein, dass der dritte Stock eine Nische und ein eingelassenes Fenster auf halber Höhe des Flurs hatte. Aufgeregt, um in den Regen hinauszuschauen und möglicherweise einen anderen Menschen zu sehen, ging ich schnell zu der Nische hinüber und fand das große, dünne Glasfenster. Regenwasser lief daran herunter, wie auch schon beim Fenster der Haustür, aber dieses konnte ich im Gegensatz öffnen. Ich streckte eine Hand aus, um es aufzuschieben, zögerte aber. Da war dieses bestimmte Gefühl, dass, wenn ich das Fenster öffnete, auf der anderen Seite etwas absolut Entsetzliches zu sehen sein würde. In letzter Zeit war alles so merkwürdig. Also habe ich mir einen Plan zurechtgelegt und bin zurück in meine Wohnung gegangen, um etwas zu holen. Ich glaube nicht ernsthaft, dass das etwas bringt, aber mir ist langweilig. Es regnet und ich werde langsam verrückt. Ich ging zurück, um meine Webcam zu holen. Das Kabel war jedoch nicht lang genug, um in den dritten Stock zu reichen, also versteckte ich die Kamera stattdessen zwischen den beiden Getränkeautomaten am dunklen Ende meines Kellergangs. Das Kabel führte ich an der Wand entlang und unter meiner Tür hindurch. Zum Schluss deckte ich es mit schwarzem Klebeband ab, um das Kabel mit den schwarzen Kabelleisten an den Kellerwänden verschmelzen zu lassen. Ich weiß, das ist albern, aber ich hatte nichts Besseres zu tun. Nun, es ist nichts passiert. Ich stemmte die Tür vom Flur zum Treppenhaus auf und machte mich bereit. Dann stieß ich die schwere Haustür weit auf, rannte wie von der Hölle getrieben die Treppe hinunter zu meinem Zimmer und schlug die Tür zu. Ich beobachtete aufmerksam die Webcam auf meinem Computer und sah den Flur vor meiner Tür sowie den größten Teil des Treppenhauses. Ich schaue es mir gerade an, während ich hier schreibe, aber ich sehe nichts Besonderes. Ich wünschte nur, die Position der Kamera wäre anders, damit ich aus der Haustür hinaussehen könnte. Hey, jemand ist online! Ich habe eine ältere, weniger funktionsfähige Webcam herausgeholt, die ich noch in meinem Schrank hatte, um mit einem Freund online zu chatten. Ich konnte ihm nicht wirklich erklären, warum ich einen Videochat mit ihm machen wollte, aber es fühlte sich so gut an, das Gesicht einer anderen Person zu sehen. Er konnte zwar nicht lange reden und wir haben über nichts Sinnvolles gesprochen, aber ich fühle mich besser. Meine merkwürdigen Ängste sind fast verschwunden.
Normalerweise müsste ich mich wieder völlig in Ordnung fühlen, aber unsere Unterhaltung hatte etwas Seltsames. Ich weiß, ich sage ständig, dass alles seltsam ist, aber seine Antworten waren sehr vage. Ich kann mich an nichts Genaues erinnern, das er sagte. Kein bestimmter Name, kein bestimmter Ort und kein bestimmtes Ereignis. Aber er hat mich nach meiner E-Mail-Adresse gefragt, um in Kontakt zu bleiben. Moment, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ich mache mich gerade fertig, um auszugehen. Ich habe gerade eine E-Mail von Amy bekommen, in der sie mich gebeten hat, mit ihr zum Abendessen in unser Lieblingsrestaurant zu gehen. Ich liebe Pizza und esse seit Tagen nur zufällig das, was ich in meinem schlecht gefüllten Kühlschrank finde, also kann ich es kaum erwarten. Und wieder fühle ich mich dumm wegen meines seltsamen Verhaltens in den letzten Tagen. Ich sollte dieses Tagebuch zerstören, wenn ich zurückkomme. Oh, noch eine E-Mail. Fast hätte ich die E-Mail ignoriert und die Tür geöffnet. Ich hätte sie wirklich fast geöffnet, aber ich habe zuerst die E-Mail gelesen. Sie war von einem Freund, von dem ich lange nichts gehört habe, und sie wurde außerdem an eine große Anzahl von anderen E-Mail-Adressen gesendet. Scheinbar an alle Personen, die er in seiner Adressleiste gespeichert hatte. Sie hatte keinen Betreff und in ihr stand Folgendes. Mit meinen eigenen Augen gesehen. Vertraue ihnen nicht, sie. Was zum Teufel sollte das heißen? Die Worte versetzten mich in Angst und ich las sie mehrmals hintereinander durch. War das die verzweifelte letzte E-Mail, die er gerade noch senden konnte, als etwas Schlimmes mit ihm passiert ist? Die Wörter wurden offensichtlich mitten im Satz abgeschnitten. An jedem anderen Tag hätte ich das als Spam von einem Computervirus oder so abgetan, aber diese Worte. Mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nicht anders, als mir nochmal die letzten Seiten dieses Tagebuchs durchzulesen und an die vergangenen Tage zurückzudenken. Dabei muss ich feststellen, dass ich wirklich niemanden gesehen oder mit einer anderen Person von Angesicht zu Angesicht gesprochen habe. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war das Webcam-Gespräch mit meinem Freund so seltsam, so vage, so unheimlich. War es wirklich unheimlich? Oder beeinträchtigt die Angst mein Gedächtnis? Mein Verstand spielt mit den Ereignissen, die ich hier niedergeschrieben habe. Gerade fällt mir auf, dass ich alle Informationen über mich selbst preisgegeben habe. Dem zufälligen Anrufer mit der falschen Nummer nannte ich meinen Namen und der anschließende seltsame Rückruf von Amy und mein Freund, der nach meiner E-Mail-Adresse gefragt hatte. Ich habe ihm zuerst eine Nachricht geschickt, als ich ihn online sah. Und dann bekam ich ein paar Minuten nach diesem Gespräch meine erste E-Mail. Das Telefonat mit Amy. Ich sagte ihr am Telefon, dass ich innerhalb einer halben Stunde zu Fuß von der 7th Street zu erreichen sei. Sie wissen, dass ich in der Nähe bin. Was ist, wenn sie versuchen, mich zu finden? Wo sind nur alle anderen Menschen? Warum habe ich seit Tagen niemanden mehr gesehen oder gehört? Nein, 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 nein. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Ich muss mich beruhigen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich ging wütend in meiner Wohnung auf und ab und hielt mein Handy in jede Zimmerecke, um zu sehen, ob es durch die dicken Wände hindurch ein Signal bekommen würde. Schließlich bekam ich in meinem winzigen Badezimmer in der Nähe einer Deckenecke einen einzelnen Balken. Ich hielt mein Handy dort nach oben und schickte eine SMS an jede Nummer in meiner Liste. Da ich aber nichts von meinen etwas peinlichen, unbegründeten Ängsten verraten wollte, schickte ich Folgendes. Hast du in letzter Zeit einen anderen Menschen persönlich getroffen? Ab diesem Zeitpunkt wollte ich nur noch irgendeine Reaktion bekommen. Es ist mir völlig egal, was in der Antwort steht oder ob ich mich blamiere. Ich habe ein paar Mal versucht, jemanden anzurufen, aber ich kam mit meinem Ohr nicht so hoch zu meinem Handy und wenn ich es nur ein wenig nach unten nahm, verlor ich das Signal. Dann erinnerte ich mich an den Computer und ging eilig hinüber, um all meinen Kontakten online Instant Messages zu senden. Die meisten waren als abwesend markiert oder offline. Niemand antwortete. Meine Nachrichten wurden immer hektischer und ich begann den Leuten zu schreiben, wo ich wohne und lud sie aus einer Vielzahl von kaum vertretbaren Gründen ein, mich persönlich zu besuchen. Mir war zu diesem Zeitpunkt alles egal. Ich musste nur endlich wieder einen anderen Menschen sehen. Schlussendlich habe ich sogar meine Wohnung auseinandergenommen. Ich war auf der Suche nach einer Kontaktmöglichkeit zu einem anderen Menschen, ohne dabei die Tür öffnen zu müssen. Ich weiß, es ist verrückt. Ich weiß, es ist unbegründet, aber was wäre, wenn? Was ist, wenn? Ich brauche Gewissheit. Ich habe das Handy für alle Fälle an die Decke geklebt. Dienstag. Das Telefon klingelte. Erschöpft vom Amoklauf der letzten Nacht musste ich eingeschlafen sein. Das Klingeln des Handys weckte mich sofort und ich rannte ins Badezimmer, stellte mich auf die Toilette und klappte das an die Decke geklebte Handy auf.
Es war Amy und ich fühlte mich so viel besser. Seit ich das letzte Mal mit ihr gesprochen hatte, machte sie sich wirklich Sorgen um mich und hatte anscheinend versucht, mich zu erreichen. Sie kommt jetzt vorbei und ja, sie wusste, wo ich wohne, ganz ohne, dass ich es ihr sagen musste. Es ist mir so peinlich. Ich werfe dieses Tagebuch definitiv weg, bevor es noch jemand liest. Ich weiß nicht einmal, warum ich jetzt schon wieder daran schreibe. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es die einzige Kommunikation ist, die ich seit, weiß Gott wann überhaupt hatte. Ich sehe auch wirklich schlecht aus. Ich habe in den Spiegel geschaut, bevor ich das Badezimmer verlassen habe. Meine Augen sind eingesunken. Mein stoppliger Bart wirkt ungepflegt und ich sehe allgemein ziemlich ungesund aus. Meine Wohnung ist ein einziges Durcheinander, aber ich werde sie jetzt nicht aufräumen. Ich glaube, ich brauche die Nähe zu jemand anderem, um zu erkennen, was ich durchgemacht habe. Die letzten Tage waren nicht normal. Ich bin kein Mensch, der sich Dinge einbildet. Ich weiß, es ist wahrscheinlicher, dass ich ein Opfer diverser Zufälle war. Ich habe sicher einfach ein Dutzendmal verpasst, einem anderen Menschen zu begegnen. Ich bin eben zufällig mitten in der Nacht rausgegangen und als alle anderen arbeiten waren. Alles ist bestens, das weiß ich jetzt. Außerdem habe ich letzte Nacht etwas im Schrank gefunden, das mir enorm geholfen hat. Ein Fernseher. Ich habe ihn angeschlossen, kurz bevor ich anfing zu schreiben. Er läuft gerade im Hintergrund. Das Fernsehen war für mich immer eine kleine Fluchtmöglichkeit und erinnert mich daran, dass es eine Welt jenseits dieser schmuddeligen Backsteinmauern gibt. Ich bin froh, dass Amy die Einzige ist, die mir auf meine wirren Nachrichten von gestern Abend geantwortet hat. Sie ist seit Jahren meine beste Freundin. Sie weiß es nicht, aber ich zähle den Tag, an dem ich sie kennenlernte, zu einem der glücklichsten meines Lebens. Ich erinnere mich gerne an diesen warmen Sommertag zurück. Es scheint eine andere Welt gewesen zu sein, im Gegensatz zu diesem dunklen, regnerischen, einsamen Ort, an dem ich mich jetzt befinde. Immer wenn ich mit ihr spreche, fühle ich mich wie damals. Obwohl wir zu alt für die Geräte waren, saßen wir tagelang auf diesem Spielplatz und hatten nichts außer stundenlang zu reden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich eines Tages wieder zu diesem Moment zurückkehren kann und es erinnert mich daran, dass diese verdammte Wohnung nicht alles ist, was es auf dieser Welt gibt. Endlich, es klopft an der Tür. Ich fand es sehr merkwürdig, dass ich sie nicht durch die Kamera sehen konnte, die ich zwischen den beiden Getränkeautomaten versteckt hatte. Allerdings könnte das daran liegen, dass ich sie schlecht positioniert hatte und ich nicht aus der Haustür hinaussehen konnte. Nach dem Klopfen rief ich scherzhaft durch die Tür, dass sie bitte einen Blick in meine installierte Kamera werfen sollte. Meine Paranoia und mein Charme, das mich mein Verfolgungswahn so weit getrieben hatte, verpackte ich somit in einem unsicheren Späßchen. Ich konnte schließlich sehen, wie sie zur Kamera ging und in die Linse schaute. Sie lächelte und winkte. Hey, sagte sie lächelnd und warf mir durch die Kamera einen schiefen Blick zu. Es ist komisch, ich weiß, sagte ich in das Mikrofon meines Computers. Aber ich hatte wirklich ein paar seltsame Tage. Muss wohl so sein, antwortete sie. Mach jetzt die Tür auf, John. Ich zögerte. Wie konnte ich sicher sein? Hey, warte kurz, antwortete ich ihr durch das Mikrofon. Erzähl mir etwas über uns. Beweis mir einfach, dass du bist. Sie warf der Kamera einen seltsamen Blick zu. In Ordnung, sagte sie langsam und Falten bildeten sich auf ihrer Stirn. Wir haben uns zufällig auf einem Spielplatz getroffen, als wir beide viel zu alt waren, um eigentlich dort zu sein. Ich seufzte erleichtert, als ich mir der Realität bewusst wurde und die Angst verblasste. Gott, ich war so dumm gewesen. Natürlich war das Amy. Niemand auf der Welt kannte diese Geschichte. Ich hatte sie noch nie jemandem erzählt. Nicht, weil es mir unangenehm gewesen wäre, sondern weil ich diese besonderen Tage als ein Geheimnis in meiner Erinnerung bewahren wollte. Wenn hier eine böse, unbekannte Kraft am Werk war, die mich täuschen wollte, konnte sie von diesem Tag nichts wissen. Oh, schon gut. Ich erkläre dir alles, sagte ich ihr. Bin gleich da. Ich lief zurück in mein kleines Badezimmer und ordnete meine Haare so gut ich konnte. Ich sah furchtbar aus, aber sie würde es schon verstehen. Kichernd über mein eigenes unglaublich dummes Verhalten und das ganze Durcheinander, das ich angerichtet hatte, ging ich zur Tür. Ich legte meine Hand auf die Türklinke und warf dem Chaos in meiner Wohnung einen letzten Blick zu. So lächerlich, dachte ich. Mein Blick wanderte über das halb aufgegessene Essen, das auf dem Boden lag, den überquellenden Mülleimer und das völlig zerwühlte Bett, das aussah, als ob ich auf der Suche nach Gott weiß was gewesen war.
Ich wollte gerade die Klinke nach unten drücken, als mein Blick von etwas abgelenkt wurde. Die alte Webcam, die ich für das unheimlich nichtssagende Gespräch mit meinem Kumpel benutzt hatte, schob sich in mein Blickfeld. Die Kamera wirkte wie eine stumme schwarze Kugel und lag wahllos zur Seite gekippt herum. Die Linse war auf den Tisch gerichtet. Der Tisch, an dem ich saß, um dieses Tagebuch zu schreiben. Ein überwältigender Schrecken überkam mich, als mir klar wurde, dass jeder, der durch diese Kamera schauen konnte, gesehen hätte, was ich heute den ganzen Tag über schrieb. Ich fragte sie nach irgendeiner Sache über uns und sie wählte ausgerechnet das Einzige auf der Welt, von dem ich dachte, dass es niemand anderer wusste. Aber es wusste es. Es wusste es. Es konnte mich die ganze Zeit beobachten. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Stattdessen schrie ich. Ich schrie in unkontrollierbarem Entsetzen. Ich zertrat die alte Webcam auf den Boden. Die Tür zitterte und der Türknauf ruckelte, als jemand versuchte, ihn zu drehen. Aber Amys Stimme war durch die Tür nicht zu hören. War die Kellertür dick genug, um die Zugluft fernzuhalten, oder rüttelte der Wind an der Tür? Oder war doch Amy da draußen? Wer oder was könnte versucht haben, hereinzukommen, wenn nicht sie? Was zum Teufel ist da draußen? Ich habe sie doch im Flur durch die Kamera gesehen. Ich habe sie draußen über die Lautsprecher durch die Kamera gehört, aber war es echt? War das sie? Wie kann ich das wissen? Sie ist jetzt weg. Ich habe geschrien und um Hilfe gerufen. Ich habe nun alle Möbel in meiner Wohnung als Barrikade vor der Haustür gestapelt. Freitag. Es ist Freitag. Zumindest glaube ich das. Ich habe alle elektronischen Geräte in meiner Wohnung zerstört. Ich habe meinen Computer in Stücke zertrümmert. Auf jedem einzelnen Gerät hätte jemand auf mein Netzwerk zugreifen können oder, schlimmer noch, sie hätten es verändern können. Ich bin Programmierer. Ich weiß, wie das geht. Jede noch so kleine Information, die ich seit Beginn herausgegeben hatte, mein Name, meine E-Mail, mein Standort, das alles wussten sie erst, als ich es preisgegeben hatte. Ich habe mein Tagebuch nun zum wiederholten Mal durchgelesen. Meine Gefühlswelt wechselt ständig zwischen Terror und überwältigendem Unglauben, während ich hier wie ein Raubtier im Käfig auf- und ablaufe. Manchmal bin ich mir absolut sicher, dass mich irgendeine unheimliche Entität dazu bringen will, nach draußen zu gehen, um mich dort umzubringen. Aber zurück zum Anfang. Mit ihrem ersten Anruf bat mich Amy, die Tür zu öffnen und nach draußen zu gehen. In meinem Kopf gehe ich die Ereignisse immer und immer wieder durch. Einerseits habe ich mich wie ein völlig Verrückter benommen. Andererseits ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass ich aus purem Zufall niemanden auf der Straße begegnet bin. Nie zufällig einen anderen Menschen getroffen und auch noch genau zu derselben Zeit eine Spam-Mail von einem Computervirus bekommen habe. Außerdem ist meine Vorsicht doch der Grund, warum mich das, was dort draußen auf mich lauert, mich bisher noch nicht erwischt hat. Immer wieder muss ich daran denken, dass ich das Fenster im dritten Stock und die Haustür nicht geöffnet habe. Zumindest bis zu diesem unglaublich dummen Stunt mit der versteckten Kamera, nachdem ich direkt in meine Wohnung gelaufen bin und die Tür zugeschlagen habe. Meine eigene Wohnungstür habe ich seitdem auch nicht mehr geöffnet. Was auch immer dort draußen ist, wenn etwas da draußen ist, kann es nicht im Gebäude gewesen sein, bis ich die Haustür geöffnet habe. Vielleicht war es vorher woanders und hat all die anderen geholt. Und dann wartete es, bis ich ihm verriet, dass hier noch jemand war, indem ich versuchte, Amy anzurufen. Ein Anruf, der nicht wirklich funktionierte, bis es mich zurückrief und nach meinem Namen fragte. Die Angst überrollt mich buchstäblich jedes Mal, wenn ich versuche, die Teile dieses Albtraums zusammenzufügen. Diese E-Mail, kurz, abgeschnitten, stammte sie von jemandem, der versuchte, mir etwas zu sagen. Einem Freund, der verzweifelt versuchte, mich zu warnen, bevor es kommt. Mit meinen eigenen Augen gesehen. Vertraue ihnen nicht, sie. Genau das hat mich so misstrauisch gemacht. Es könnte die Kontrolle über alle elektronischen Dinge haben und versuchen, mich heimtückisch zu täuschen, um mich dazu zu bringen, nach draußen zu kommen. Aber warum kann es nicht hereinkommen? Es klopfte schließlich an meiner Tür. Es muss also eine körperliche Form haben. Die Tür. Das Bild dieser Türen im oberen Flur als Wächtermonolithen blitzt jedes Mal in meinem Kopf auf, wenn ich diesen Gedankengang verfolge. Wenn irgendeine geisterhafte Entität versucht, mich dazu zu bringen, nach draußen zu gehen, kann sie vielleicht nicht durch Türen gelangen. Ich denke immer wieder an all die Bücher, die ich gelesen habe, oder Filme, die ich gesehen habe, und versuche, eine Erklärung für das alles zu finden. Türen hatten in der menschlichen Mythologie und Vorstellungskraft schon immer eine besondere Bedeutung. Egal ob als Portale oder als Schutz vor der Außenwelt, oder ist die meiner Wohnungstür vielleicht einfach zu dick? Ich weiß, dass ich keine der Türen in diesem Gebäude einschlagen könnte, geschweige denn die schweren Kellertüren. Abgesehen davon ist die eigentliche Frage,
Was will es überhaupt von mir? Wenn es mich einfach nur umbringen wollte, könnte es das auf ganz einfache Weise erreichen. Es müsste schließlich einfach nur warten, bis ich verhungere. Was ist, wenn es mich nicht töten will? Was ist, wenn es ein weitaus schrecklicheres Schicksal für mich bereithält? Gott, was kann ich nur tun, um diesem Albtraum zu entkommen? Oh nein, es klopft an der Tür. Ich antwortete den Leuten auf der anderen Seite der Tür, dass ich noch eine Minute zum Nachdenken bräuchte und dann herauskommen würde. Das hier schreibe ich wirklich nur auf, damit ich herausfinden kann, was ich tun soll. Zumindest hörte ich diesmal ihre Stimmen. Meine Paranoia, und ja, ich erkenne, dass ich paranoid bin, lässt mich an alle Möglichkeiten denken, wie sie ihre Stimmen elektronisch gefälscht haben könnten. Draußen konnte es zum Beispiel Lautsprecher geben, die menschliche Stimmen simulierten. Haben sie wirklich 3 Tage gebraucht, um endlich mit mir zu reden? Amy soll dort draußen sein, zusammen mit 2 Polizisten und einem Psychiater. Vielleicht brauchten sie 3 Tage, um darüber nachzudenken, was sie mir sagen sollten. Die Behauptung des Psychiaters hätte mich fast überzeugt, wenn ich denn hätte glauben können, dass dies alles ein verrücktes Missverständnis war und draußen kein unheimliches Wesen lauert, das versucht, mich dazu zu bringen, endlich die Tür zu öffnen. Der Psychiater hat eine ältere Stimme, autoritär, aber immer noch fürsorglich. Ich will doch nur jemanden mit meinen eigenen Augen sehen. Er sagte, ich habe etwas namens Cyberpsychose. Und ich sei nur einer von tausenden von Menschen in diesem Land, deren Zusammenbruch durch eine zufällige E-Mail ausgelöst wurde, die irgendwie durchgekommen ist. Ich schwöre, er sagte irgendwie durchgekommen. Ich glaube eher, er meinte, sich verteilt hat. Aber wiederum kann ich nicht glauben, dass diese Entität einen Fehler begangen hat und etwas von sich preisgab. Der Psychiater sagte, ich wäre ein Teil einer Welle von diesen auftretenden Verhalten. Viele andere Menschen hätten genau die gleichen Ängste und würden sich genauso verhalten, obwohl wir nie miteinander kommuniziert haben. Das erklärt jedenfalls die seltsame E-Mail, die ich bekommen habe. Ich habe die ursprüngliche E-Mail gar nicht erhalten. Ich habe nur einen Nachfolger davon bekommen. Vielleicht ist mein Freund durchgedreht und hat versucht, jeden, den er kannte, vor seinen paranoiden Ängsten zu warnen. So verbreitet sich das Problem immer weiter, behauptete der Psychiater. Ich hätte es auch mit meinen Nachrichten online an alle verbreiten können, die ich kenne. Einer dieser Personen könnte gerade jetzt wegen den Nachrichten, die ich ihm geschickt hatte, durchdrehen. Nachrichten, die sich beliebig interpretieren ließen. So etwas wie eine SMS, in der es heißt, hast du in letzter Zeit einen anderen Menschen persönlich getroffen? Der Psychiater sagte mir, dass Leute wie ich intelligent sind und das unser Untergang wäre. Wir bauen Verbindungen so gut auf, dass wir sie auch dann weiter aufbauen, wenn sie eigentlich gar nicht da sind. Er sagte, dass es in unserer schnelllebigen, sich ständig ändernden Welt, in der immer mehr unsere Interaktionen simuliert werden, es leicht wäre, einer Paranoia zu verfallen. Eines muss ich ihm lassen. Das ist wirklich eine großartige Erklärung. Sie erklärt alles und das eigentlich nahezu perfekt. Ich habe jetzt allen Grund, diese albtraumhaften Ängste abzuschütteln und mir bewusst zu werden, dass nichts da draußen darauf wartet, dass ich die Tür öffne, damit es mich greifen kann und mir Dinge antut, die schlimmer sind als der Tod. Es wäre dumm, nach dieser Erklärung hier zu bleiben, bis ich verhungere, nur um dieses Ding zu ärgern. Es wäre dumm zu glauben, dass ich einer der letzten lebenden Menschen sein könnte, die sich in einem sicheren Kellerraum verstecken und sich einfach weigern, gefangen genommen zu werden. Es war eine perfekte Erklärung für jede einzelne Merkwürdigkeit, die ich gesehen oder gehört hatte, und ich habe allen Grund, all meine Ängste loszulassen und die Tür zu öffnen. Und genau deswegen gehe ich nicht. Wie kann ich mir sicher sein? Wie kann ich wissen, was echt und was Täuschung ist? All diese verdammten Dinge mit ihren Drähten und ihren Signalen, die von irgendwo herkommen. Sie sind nicht echt. Ich kann nicht sicher sein. Signale durch eine Kamera, gefälschte Videos, irreführende Telefonate, E-Mails, sogar der Fernseher, der kaputt auf dem Boden liegt. Woher soll ich denn wissen, dass er echt ist? Es sind nur Signale, Wellen, Lichter. Die Tür. Es klopft an der Tür. Es versucht hereinzukommen. Mit welcher wahnsinnigen mechanischen Erfindung könnte es das Geräusch von Männern simulieren, die die schwere Holztür bearbeiten? Wenigstens werde ich es nun mit eigenen Augen sehen. Hier drin ist nichts mehr, das mich täuschen könnte. Alles andere habe ich zerstört. Aber es kann meine Augen nicht täuschen, oder? Mit eigenen Augen gesehen. Traue ihnen nicht. Sieh. Bedeutet diese verzweifelte Botschaft etwa, ich solle meinen Augen vertrauen oder wollte sie mich vor meinen Augen warnen? Was ist der Unterschied zwischen einer Kamera und meinen Augen? Beide verwandeln Lichter in elektronische Signale. Sie sind gleich. Ich darf mich nicht täuschen lassen.
Ich muss sicher sein. Ich muss sicher sein. Datum unbekannt. Ganz ruhig bat ich Tag für Tag um Papier und einen Stift, bis sie es mir endlich gaben. Nicht, dass es wichtig ist. Was ich getan habe? Ich habe mir die Augen ausgestochen. Die Bandagen fühlen sich jetzt wie ein Teil von mir an. Der Schmerz ist weg. Ich denke, dies wird eine meiner letzten Gelegenheiten sein, leserlich zu schreiben, denn ohne meine Augen wird es schwer, Fehler zu korrigieren und auch meine Hände werden langsam die mit dem Schreiben verbundenen Bewegungen vergessen. Ich schreibe dies nur noch für mich. Dieses Tagebuch. Es ist ein Relikt aus einer anderen Zeit, denn ich bin mir sicher, dass jeder auf der Welt tot ist. Oder etwas viel Schlimmeres. Tag für Tag sitze ich an der gepolsterten Wand. Das Ding bringt mir Nahrung und Wasser. Mal verkleidet es sich als freundliche Krankenschwester, mal als unsympathischer Arzt. Ich glaube, es weiß, dass sich mein Gehör jetzt, da ich in der Dunkelheit lebe, erheblich geschärft hat. Es täuscht Gespräche in den Gängen vor, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich es belauschen könnte. Eine der Krankenschwestern spricht davon, bald ein Baby zu bekommen. Einer der Ärzte hat seine Frau bei einem Autounfall verloren. Nichts davon ist wichtig. Nichts davon ist real. Nichts davon erreicht mich. Nicht, wie sie es tut. Das ist das Schlimmste. Der Teil, mit dem ich fast nicht umgehen kann. Das Ding kommt zu mir und verkleidet sich als Amy. Es macht das wirklich fast perfekt. Es klingt genau wie Amy und fühlt sich genauso an. Es weint sogar simulierte Tränen, die es mich auf seinen lebensechten Wangen fühlen lässt. Als es mich das erste Mal hier besuchte, sagte es mir alles, was ich hören wollte. Es sagte mir, dass es mich liebt, dass es mich immer geliebt hatte, dass es nicht versteht, warum ich das getan habe, dass wir in der Zukunft noch ein gemeinsames Leben hätten haben können, wenn ich nur aufhören würde, darauf zu bestehen, dass ich getäuscht werde. Es wollte, dass ich glaube. Nein, ich musste glauben, dass es echt war. Ich wäre fast darauf reingefallen. Fast hätte ich es wirklich getan. Lange habe ich tatsächlich an mir gezweifelt, doch am Ende war es einfach alles zu perfekt, zu makellos und zu echt. Die falsche Amy kam jeden Tag und dann jede Woche und hörte schließlich ganz auf zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Ding aufgeben wird. Ich denke, dass diese Warterei nur ein weiterer Schachzug ist. Ich werde mich für den Rest meines Lebens dagegen wehren, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Welt passiert ist, aber ich weiß, dass ich niemals auf die Täuschung dieses Dings hereinfallen werde. Vielleicht, nur vielleicht, bin ich ihm so ein Dorn im Auge. Womöglich lebt Amy noch irgendwo da draußen, durch meinen Willen, dem Betrüger zu widerstehen, am Leben gehalten. Ich halte an dieser Hoffnung fest und wiege mich in meiner Zelle hin und her, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich werde niemals nachgeben. Ich werde niemals zerbrechen. Ich bin ein Held. Der Arzt las die Zeilen, die der Patient auf das Papier gekritzelt hatte. Es war kaum lesbar, geschrieben in der wackeligen Schrift eines Mannes, der nicht mehr sehen konnte. Er wollte lächeln, als er über die standhafte Entschlossenheit des Mannes nachdachte. Eine beeindruckende Form des menschlichen Überlebenswillen. Aber er wusste, dass der Patient völlig wahnhaft war. Schließlich wäre ein vernünftiger Mann schon vor langer Zeit auf die Täuschung hereingefallen. Der Arzt wollte lächeln. Er wollte dem Wahnsinnigen ermutigende Worte zuflüstern. Er wollte schreien, aber die Nervenfäden, die sich um seinen Kopf und seine Augen wickelten, erlaubten es ihm nicht. Sein Körper ging wie eine Marionette in die Zelle und sagte dem Patienten noch einmal, dass er sich irrte und niemand versuchte, ihn zu täuschen.